So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Bioshock in der Remaster-Version. Ich habe seit, glaube ich, 2 Wochen nicht mehr gespielt. Die haben die Sounds angepasst. Kann das sein, dass das jetzt auf dem rechten Ohr passt jetzt? Okay, ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Das ist ganz toll. Ich weiß, dass wir hier noch switchen können. Ich kann hier Sachen anheben, glaube ich. Wenn ich die noch irgendwo finde. Okay. Okay. Wenn ich Shift drücke, gehe ich in irgendwo ein Menü. Das ist wahrscheinlich zum Schnellwechsel. Und wie wechsle ich die Munition durch? So wechsle ich die durch. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Okay. Mit B wechsle ich das, habe ich jetzt auch nochmal rausgefunden. Ja, erstmal nochmal reinkommen. Weiter geht's, komm. Das wird jetzt ein bisschen holprig, hier reinzukommen wieder. Wer hier die ganze Zeit. Okay. Wo bin ich denn? Wer hat das gesagt? Er hat eine Waffe! Er hat eine Knarre! Alter. Okay, das ist echt crappy, wenn man so reinkommen muss wieder. In der Genbank können Plasmide getauscht werden. Jedes Plasmid, das du bisher gesammelt hast, kann getauscht werden. Du kannst die Genbank auch dafür nutzen, deine Plasmidsammlung zu begutachten. Es gibt 4 Kategorien von Plasmiden. Aktivplasmide, Körperplasmide, Techplasmide und Kampfplasmide. Um ein Plasmid zu begutachten und auszutauschen, musst du zuerst die jeweilige Kategorie auswählen. Wähle dann das Plasmid aus, das du austauschen möchtest. Sieh dir anschließend die Liste deiner gesammelten Plasmide in dieser Kategorie an und wähle dasjenige aus, das du für das ausgetauschte Plasmid ersetzen möchtest. Du kannst ausgetauschte Plasmid übrigens jederzeit wieder installieren. Das ist nett. Ah, das ist das. Verbandskissen verleihen dir auch Eve. Holen Sie mit Eve Link mehr aus Ihrem Verbandskissen heraus. Ja. Verleihen etwas mehr Gesundheit. Heilverwendet verwendet man nie wieder ohne Reifen. Okay. Da habe ich noch gar nichts. Wird den Schraubenschlüssel schaden? French Shockey lässt den Oberkörper anschwellen. Solche knüppelartige Waffen mit beispielsweise Geschick und körperliche Kraft führen. Verringert alle physischen Schäden. Körperpanzerung ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen. Bietet einen fantastischen Schutz. Okay. Drücke. Was?
Brücke. Okay. Und da haben wir aber noch einen zusätzlich. Genau. Setz Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Abfuck, wenn das ein Rauch aufgehen lässt, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Ah. Das können wir mal nochmal machen. Das ernähren es Leute, die mit einem Plasmid oder einem Kinkern nicht hinter uns. Wo denn? Hä? Ja, das habe ich. Das ist frei. Aber das ist ja benutzt. Plasmid-Slot. Schalte einen Plasmid-Slot frei. Plasmide verleihen ungehörige Kräfte und je mehr Slots vorhanden sind, desto mehr Plasmid. Oh! Theoretisch könnte ich damit. Ich habe 360 von den Dingern. Könnte ich mir die andere Fähigkeit noch reinsetzen? Das wäre natürlich klasse. Maximal Gesundheit erhöhen. Auch gut. Erhöht ihr Maximum Eve. Die Macht, dass die wütend lässt, dass jemand anderen außer die angreifen. Schleudert Kreaturen Objekte mit einem Energiestrahl zurück. Zeugt einen Köderangriff von ihr weglockt. Lasse deinen Gegner an Ort und Stelle festfehlen. Zerschmettert sie in 1000 Stück und dann wem würde das nicht gefallen? Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Wird den Schaden, den sie Kamerabots und Geschütztürmen zufügen. Oh Gott. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Oh, das ist natürlich praktisch. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Die kosten nur 20, ne? Das ist ja eigentlich ein Schnapper. Ich denke, der Plasmid-Slot ist natürlich das teuerste. Benutze deinen eben gekauften Slot, um mit etwas zuvor gelagertem auszustatten. Wähle ein Plasmid aus, das in soeben freigeschalteten Slot ausgewählt werden soll. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Jo. Oh, ich kann... Ach, die gehen gar nicht weg. Oh, ich dachte, die kann man einmal nur kaufen. Das ist natürlich praktisch. Die sind alle nice. Okay, warte mal. Ich habe 260. Ich würde gerne hier die 1, 2, 3, 4, 5. Die könnten wir alle einmal nehmen. Da hätten wir noch 160 übrig. Das ist natürlich schon die Fähigkeit, ihr Körper nach und an. Ach, das ist ein... Ach so. Scheiße. Das sind alles... Das geht jetzt einfach so. Okay, das sind alles Plasmide oder was? Weil das ist jetzt auch weg. Ja, das ist gut zu wissen. Mist. Dann hätte ich nämlich das auch noch mitmachen können. Eve Upgrader Plasmid Slot. Also aktuell, ich habe jetzt einen Plasmid aus Versehen dazu gekauft. Das ist natürlich blöd. Ein Eve Upgrade wäre natürlich sehr nice. Mal das da. Da haben wir das jetzt automatisch. Wo habe ich denn das andere jetzt drin? Ist das hier? Hacker's Delight. Das hatten wir aber schon vorher. Hacken und heilen. Ah, extra Nutrition. Das ist jetzt das. Jetzt ein wenig zu sehr Gesundheit für Snacks und Bandagen. Extra Nutrition steckt natürlich Fähigkeit ihres Körpers nach. Was ist das hier? Das hat schon nice, ne? Hm.
Okay, ich mache jetzt mal den da und dann gucken wir mal. Ich hätte hierfür einen Slot kaufen sollen. Das ist ein leeren Slot, den man das nicht mehr sehen kann. Ja, das hier ist leer, aber ich habe halt hier nichts, ne? Ich brauche Technik-Tunika. Hab ich hier noch was? Die Technik. Steht das irgendwo dabei, was das ist? Ich kann mir vorstellen, dass sowas halt ist, ne? Das ist Technik-Tunika. Jo. Tempo-Hacker. Bringen Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Geschützen, Boards und Kameras. Security Expert ist die neueste Ergänzung der HackSmart-Produktpalette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf der Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Tempo Hacker ist das beliebteste Produkt der HackSmart-Produktreihe, da es ihnen genug Zeit verschafft, um sich in jedes elektronische Gerät zu hacken. Tempo Hacker ist Zeit auf ihrer Seite. Das Hacken mache ich ja ganz gerne, ich glaube, das ist schon ganz nice. So zum Beispiel. Das war jetzt ganz nice. Oder nichts. Verkaufsautomat. Ionischer Schrot. Willkommen! Du hast 2 von 9. Verkaufsautomat. Ein Verkaufsautomat bietet diverse Objekte zum Verkauf. Die meisten haben ganz unsere Objekte. Ein erfolgreicher Hack reduziert also den Preis aller verfügbaren Waren. Deswegen würde ich gerne hacken. Und wir haben ja das hier, deswegen probieren wir das mal. Ich brauche ein Kurvenstück. Ich brauche ein gerades Stück. Ich brauche am besten noch ein gerades Stück, dann geht das hier nach unten, dann brauche ich ein Stück von oben nach unten und links. Und ein gerades Stück, nach oben, und noch ein Stück nach oben, bitte. So, das war's, ne? Hack erfolgreich. Ergebnis der erfolgreichen Hacken sind mehr Objekte verfügbar, alle Preise reduziert. Und dann? Verbandskästen. Sollte ich vielleicht mal nochmal ein paar holen. Die kosten jetzt 15. Also mit so, ne? Machen wir einfach so. Mit den kleinen Gesundheitleihen. Alles was. Ich muss hier mit dem Schiff sprinten. Ich muss in die andere Richtung, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Ah. Das ist einfach nur, dass man wieder... dass man im Kreis laufen kann. Okay. Die Little Sister hatten wir auch schon, die eine. Meine ich.
Tastenfeld oder Code eingeben. Ich kann es auch hacken, aber ich schätze mal, das ist schwer. Von unten nach oben, von unten nach oben, von unten nach oben. Geradestück nach oben. Querstück, Querstück. Querstück. Okay. Erfolgreich. Schön. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Okay. Komm, sind wir. Muss ich jetzt mit Gegnern rechnen, oder was? Sie hat mich überrascht, habe ich ihn aber weggeklatscht. Ja, gut. Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. So, dann jetzt mal hier ein bisschen gerade rein und ein bisschen Zeit. Von unten nach oben. 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 Ziel, Gegner leiden bei Benutzung Schaden. Schön. Kostet noch $10, ja, brauche ich aber gar nicht, ne? Einfach aus Prinzip, weil ich es kann, gemacht. Okay. Schrot. Zigaretten rauche ich nicht, das macht Schaden, glaube ich. Das hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Okay.
schaffst du nicht. Sieh mal auf den 50 nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn's hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Das ist nützlich, ja. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Gott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Wieder keine Arbeit. Okay. Ja, dann... Gut, gehen wir mal weiter, ne? Warum die da sitzen, aber ich berühre jetzt mal. Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen! Gut. Wir alle haben Recht, uns zu bezahlen und die Versuchung, sich trotz der Ausgangssperre etwas zu ändern. Wenn man mit Rechtsklick zielen, dass man damit die Fähigkeit wegkriegt. Das haben doch nicht alle, oder? Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Boah, schon wieder wie so stressig gerade, ey. Regelmäßigkeit reinkriege beim Aufnehmen, weil es braucht echt ein bisschen, bis man die Steuerung im Code drin ist. Aber gut, kann man halt nicht immer planen, nicht? So, Wandkasten, hier ist sonst. Muss ich doch nur hier zu riechen. Ah,
etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Ich hab's für dich getan, Vater! Dir zur Freude! Vater! Warum hast du mich verlassen? Moment mal! Ich weiß Bescheid! Und ich schicke dir Leute! Der hat gerade nicht geschossen. Der hat einfach nicht geschossen. Ich frage mich, ob ich diesen Umschnitt töten kann. Wahrscheinlich. Okay, ich würde sagen, wie es ab hier weitergeht, schauen wir uns nächste Folge an. War jetzt echt nicht so einfach wieder reinzukommen. Die Steuerung ist speziell. Ich habe auch die Sounds wieder verschoben. Ich verstehe nicht so ganz, warum das sonst liegt. Lol. Ja, jetzt stimmt's wieder. Okay, das muss man nicht verstehen. Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.